Und unser nächster Redner, der wird sich dieses Themas annehmen. Er war jahrelang selbst in der Pharmaindustrie, begann dann 2013 politisch aktiv zu werden. Er war Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland und im Übrigen der einzig noch aktive Gründer. Und er ist auch Erfinder des Namens und des Logos der AfD, für die er seit 2017 auch im Deutschen Bundestag sitzt. Und er hat die Funktion des medienpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion inne. Herzlich willkommen, Martin Erenner, und der Titel seines Vortrages lautet: Journalisten als Vertriebspartner machthungriger Eliten. Ihr Applaus. Und wenn Sie sich einigermaßen an der Zeit orientieren, dann bin ich Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Dankeschön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen bin, bei dieser tollen Veranstaltung. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen viele Vorträge halte, begrüße ich die Leute immer mit Grüß Gott, weil da sagt man nicht Grüß Gott, hier sagt man aber Grüß Gott. Weil mit dem Grüß Gott in Nordrhein-Westfalen kann ich immer schon meinen Migrationshintergrund darstellen, weil ich komme nämlich aus Schwaben. Und dann hast du immer ein paar Leute, die sagen, ja, ich sage es ihm dann, wenn ich ihn sehe, den Gott. Da sage ich, wisst ihr, warum man überhaupt Grüß Gott sagt? Weil man dafür da dem Gegenüber klar macht, dass man in ihm die Ebenbildlichkeit Gottes sieht, also ihn sozusagen als Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes sieht. Ist so eine schöne Sache, oder? Ich sollte mal katholischer Priester werden, das schwingt immer mal so ein bisschen durch, bis ich mit 16 Jahren der Gott Eros mich berührt hat und dann ist das vorbei. Zurück zur Normalität, meine Damen und Herren. Nur mit der wiedererrungenen Normalität sind die Souveränität und auch die Freiheit der Völker Europas zu sichern. Aber welche Normalität ist das denn? Was genau ist denn normal? Die ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Und meine 15 Minuten, die ich natürlich um mindestens 5 Minuten überziehe, das ist einfach meine Art, werden wir über diese Art von Normalität dann auch sprechen. Ich bin sicher, meine Damen und Herren, dass wir diese Frage nach der Normalität dann am Ende des Vortrags in großer Einigkeit gemeinsam beantworten werden können. Normalität wird heutzutage oft als die neue Normalität bezeichnet. Manchmal sagt man auch die Transformation. Davon sprach schon zu Beginn der Corona-Krise ein gewisser Klaus Schwab, Sie kennen den, und auch der Herr Bill Gates. Aber schon früher, Frau Merkel hat auch immer die neue Normalität angesprochen, aber schon früher, aber schon früher, die Frau Merkel hat im Jahre 2011, ist alles gut, hat im Jahre 2011 auf dem Kirchentag in Dresden gesagt, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Teile seiner Souveränität abzutreten. Oh, oh, steckt da doch ein bisschen noch mehr dahinter. Sebastian Kurz, habe ich mir vor kurzem nachgeschaut, hat auch öfters von neuer Normalität geredet. Der Olaf Scholz, der jetzige Bundesdepp, nee, Entschuldigung, das war ad hominem, das mache ich normalerweise nicht. Das mache ich nur bei der Frau Merkel, Gott hab sie selig. Gewissermaßen über Nacht war plötzlich dieses Wort, neue Normalität, in aller Munde. In ganz Europa, darüber hinaus auch. Und verkündeten die Medien einstimmig die Botschaft von der neuen Normalität, von der großen Transformation. Rund um die Uhr, Tag aus, Tag ein, auf sämtlichen Kanälen, im Dauerschleife und immer wieder dieselbe Botschaft. Für den wachen Geist, und ihr seid, die hier seid, vom wachen Geist, ich auch, wirkte das damals schon sehr abgesprochen und sehr, sehr konstruiert. Also der ein bisschen aufgeweckt war, hat das schon damals schon gemerkt. Bereits hier zeigte sich ganz deutlich eine elementare Erkenntnis bei dieser angeblichen Pandemie. Manch einer sagt ja auch Plandemie.
nämlich die Erkenntnis war und ist ein Totalversagen der klassischen Medien. Ein Totalversagen, welches immer noch anhält. Alle wie in einem eingeübten Chor singen immer und immer wieder dasselbe Lied, in allen Tonlagen, manche lauter, manche leiser, aber alle mit dem gleichen Text. Man muss sogar, und das wiegt noch schwerer, von einer Verbrüderung sprechen zwischen Politik und Medien. Eine Verbrüderung, die eigentlich die Bildung einer Beutegemeinschaft darstellen, Regierung und Medien. Nichts mehr mit die Medien sind die vierte Gewalt in unserer Demokratie. Nichts mehr mit die Medien sind die Kontrolleure der politischen Macht. Nein, ganz neu, die Medien haben sich und nicht erst seit Corona zu den Trompetern, zu den Herolden der politisch Mächtigen selbst erhöht oder erniedrigt, je nach Blickwinkel. Aus der verfassungsrechtlichen vier Gewaltenteilung, wurde die Vier-Gewalten-Einheitstyrannis, meine Damen und Herren. Wir haben eine Einheitstyrannis. Arm in Arm, Seite an Seite sind sie angetreten, um den Bürger zu seinem vermeintlichen Glück zu führen, in die neue Normalität. Was aber ist denn an dieser neuen Normalität so neu? Die sinnlose Maskenpflicht, die Isolation, 2G, 2G plus, 3G, Verlust der Existenz, eine Staatsmacht, die Kindern im Park hinterherhetzt, den sterbenden Alten die tröstende Hand und den letzten liebevollen Blick der Angehörigen verweigert, die Spaltung unserer Gemeinschaft oder, politisch ausgedrückt, die totale Unterwerfung der Bürger unter die Staatsmacht und das ultimative Einfordern von bedingungsloser Gehorsamkeit, meine Damen und Herren. Das ist die Zielsetzung. Der Raub der Freiheit des Individuums und des christlich begründeten Selbsteigentums des Menschen. Das Selbsteigentum des Menschen, christliches Fundament, ist das Fundament und das Traggerüst unserer abendländischen Kultur, meine Damen und Herren. Und genau das soll zerstört werden. Ganze Bücher, zahllose Presseartikel sind gefüllt mit zutiefst beschämenden Zitaten von prominenten Personen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Die Medien waren entgegen ihrer Aufgabe und Bestimmung keine Quelle der rationalen Bewertung und des Widerstands. Sie fungierten nicht als Kanzler für die Verteidigung von Bürgerrechten, von Demokratie, von Freiheit und von Rechtsstaat. Sie waren nicht der Ort für Anstand, nicht der Ort für Zivilcourage und des gesunden Menschenverstands. Die Medien waren zumeist selbst der Ort der Schande, zumeist selbst der Pranger und der Scheiterhaufen der Inquisition, meine Damen und Herren. Wie kann das sein? Eigentlich leicht zu beantworten. Es hat was mit Geld zu tun. Es hat was mit Beteiligung an Macht zu tun. Und ich habe mal im Bundestag anlässlich der Pandemie-Geschichte ein Zitat von Gottfried Benn zitiert, was anschließend durch ein furchtbares Reaktion aller anderen Parteien geführt hat. Nämlich Gottfried Benn hat gesagt, das Abendland geht nicht zugrunde an seiner mangelnden Kultur. Das Abendland geht auch nicht zugrunde an seinen Totalitarismen. Das Abendland geht zugrunde am hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Opportunitäten, meine Damen und Herren. Ich habe als Abgeordneter mehrere Anfragen an die Bundesregierung gestellt, weil die Bundesregierung bezahlt Anzeigenschaltungen, Kampagnen, Werbung und so weiter. Wie hoch die Summen sind, die in dieser Zeit der Pandemie an die Medien geflossen sind. Ich nenne nur mal ein paar Zahlen. Nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch die Printmedien.
Öffentlich-rechtlichen werden ja durch unsere Zwangsgebühren schon bezahlt. Also Printmedien. Und nur drei Zahlen. 2020 waren das 116 Millionen. 2021 waren das 202 Millionen. 2022 waren das 194 Millionen. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Habe ich nämlich erst vor kurzem gemerkt. Hier in Österreich kennen Sie auch das Problem und Sie nennen das mit einer wirklich wunderbaren Bezeichnung. Sie nennen das Inseratenkorruption. Hatte ich vorher noch nicht gewusst, aber das ist schon eine super Bezeichnung. Inseratenkorruption. Neben diesen Geldern, die ich gerade zitiert habe, waren dann aber noch zusätzlich im Corona-Bereich oder im Corona-Zeit Ausgaben des Bundesministeriums für Gesundheit zusätzlich im Jahre 2020 fast 46 Millionen Euro zusätzlich, 140 Millionen 2021 und 2022 etwa 110 Millionen Euro. Die Uhr läuft viel schneller als normal. Da kommt noch weiteres hinzu. Die Bundesregierung bezahlt auch öffentlich-rechtlich beschäftigte Journalisten für bestimmte Dienstleistungen, ganz schwere Sachen wie Moderation oder Lektorate, Vorträge und so weiter. Ganz berühmte Persönlichkeiten. Und da haben wir natürlich, das sind natürlich die, die sie bezahlen, die sind so die Sprachrohre dann für die Regierung. Und dann haben wir nachgefragt, ein, zwei, drei Mal. Die haben uns nie gescheit geantwortet, nie. Und beim dritten Mal haben wir haben immer schärfer gefragt, beim dritten Mal haben wir dann Antworten gekriegt, aber wissen Sie wie? Nicht indem ich dann genau die Zahlen, die ich wissen wollte, wer wird denn wie bezahlt und wie heißt er, sondern ich habe 160 Seiten bekommen an die Geheimschutzstelle. Ich wurde vorher leibesvisitiert, musste alle Bleistifte, mein Handy weglegen und musste eine Erklärung unterzeichnen, dass wenn ich eine Information aus dieser Beantwortung der Regierung öffentlich mache, dass ich dann bis zwei, drei Jahre in den Knast kommen werde. Ich kenne nun alle diese Namen, kann ich Ihnen aber nicht sagen, weil sonst komme ich ja in den Knast. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, sehr berühmte Personen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben bis vier Jahre hintereinander weg jedes Jahr 120.000 Euro bekommen. Ist doch Wahnsinn, oder? Ist doch Bestechung. Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung den Persönlichkeitsschutz dieser, Anführungszeichen, bestochenen Journalisten höher einstuft als das Informationsrecht der gebührenzahlenden Bürger. Das kann doch nicht sein. Also haben wir eine Organklage beim Verfassungsgericht eingereicht, damit das aufgehoben wird, weil es nicht sein kann. Wir sehen an allen Ecken und Enden Geheimniskrämerei, Intransparenz, Korruption, Kumpaneien. Wollen wir zurückkommen zur Pandemie? Nehmen wir die kürzlich freigeklagten Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Normalerweise sollte man annehmen, die satt bezahlten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten solche Informationen einfordern. Nein, es ist ein ganz kleines Medienunternehmen, die sehr viel Geld aufgewendet haben, um diese RKI-Files tatsächlich an die Öffentlichkeit zu bringen. Und was sagt der Herr Bundesgesundheitsminister sofort, als das war? Ach was, das ist doch alles nur russische Desinformation. Die RKI-Protokolle beweisen ganz eindeutig, wir hatten es hier ganz offensichtlich mit einer politischen Agenda zu tun. Wirtschaftliche und empirische Notwendigkeiten wurden nur behauptet und vorgeschoben, um politische Entscheidungen und globalistische Zielsetzungen zu verdecken. Das erinnert nicht nur an psychologische Kriegsführung, meine Damen und Herren, das ist und das war psychologische Kriegsführung. Im Militär und in der Kommunikationsbranche wird das als Psychological Operations bezeichnet, PSYOPs.
Psychological Operations sind eine Paralleldisziplin zu Media Operations, der Abkürzung Media Ops genannt, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Das alles sind Bereiche, die im Grunde aus dem Militärbereich ursprünglich kommen. Der vermeintlich tödliche Pandemie, die wir hatten, wurde als ultimativer Angstgenerator hochgejatzt. In der aktuellen Kognitionswissenschaft, ich habe mein ganzes Leben im Bereich der Medien und der Kommunikation gearbeitet, wird dieses als Katastrophisierung bezeichnet. Nichts bändigt den widerspenstigen Bürger besser als Angst. Angst macht gehorsam und gefügig, meine Damen und Herren. Das wussten auch schon so verbrecherische Staatslenker wie Stalin, Pol Pot und Mao. Aber auch wenn wir hier, war natürlich ein super Symposium gestern und heute, aber wenn wir immer auf dieser ernsthaften Basis die Bösartigkeit des Tuns unserer Gegner bestehen und das so darstellen, dann unterstützen wir diese Katastrophisierung, meine Damen und Herren. Man muss mit Ironisierung und Sarkasmus dagegen vorgehen. Wissen Sie zum Beispiel, was ich in meinen Vorträgen immer mache? Ich sage, mRNA-Impfung ist eine Abkürzung für müssen Rente nicht auszahlen. Intransparent, psychologische Kriegsführung, Angst, autoritäre Maßnahmen, Grundrechte in Zugzwang, alles Begriffe, die man schwerlich oder gar nicht mit einem freiheitlich-demokratischen, rechtsstaatlich verfassten Staatswesen in Übereinklang bringen kann. Und doch hat all das stattgefunden. Psychologische Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung, meine Damen und Herren, nicht nur in Europa, sondern in der gesamten westlichen Hemisphäre, im sogenannten Wertewesten, der ach so vorbildlichen westlichen Demokratien. Ich behaupte allen Ernstes, vor 30, 40 Jahren wäre das noch unmöglich gewesen. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Ich habe 35 Jahre ein Unternehmen geführt, 30 Mitarbeiter. Wir haben große Konzerne, Pharmabereich, Kosmetikbereich, weltweit in strategischer Kommunikation beraten. Ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen sich es hier handelt. Wir hatten 1990 den Irakkrieg, zweiter Irakkrieg. Und da wurde die amerikanische Bevölkerung kriegsbereit gemacht durch die sogenannte Brutkastenlüge. Sie erinnern sich. Wer hat das kreiert? Eine PR-Agentur, mit denen ich einen Kooperationsvertrag mit einem großen pharmazeutischen Konzern hatte. Wir hatten weltweit strategische Kommunikation gemacht. Hill und Knowlton hat das kreiert, die Brutkastenlüge. Und ich bin dann zum CEO dieses Konzerns und habe gesagt, mit Hill und Knowlton werde ich nicht mehr zusammenarbeiten. Jemand, der so etwas macht, mit dem arbeite ich nicht. Wissen Sie? Wissen Sie, wie der CEO dieses Konzerns reagiert hat? Der hat Hill und Knowlton rausgeschmissen. Vor 30 Jahren war die ethische Grundlage noch eine andere, glauben Sie es mir. Wir haben uns langsam sukzessive in diesen Bereich hineingearbeitet. Das war damals vor 30 Jahren. Das war die Zeit der alten Normalität, meine Damen und Herren. Aber heute sind grundlegend andere Ziele angestrebt. Ziele der hierzulande neu etablierten Wokeness-Bewegung im Dienste der Globalisten, die das neue One World und One Government Regime anstreben. Und meine Damen und Herren, das, was wir hier erlebt haben, das war ein Testlauf, um genau das zu erreichen, meine Damen und Herren. Nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel. Auch das ist ein gelogenes Narrativ. Die behaupten, dass der wissenschaftliche Konsens
über die menschliche Ursache des Klimawandels bei 100% läge. Also alle Wissenschaftler sind dieser Auffassung. Das ist eine totale Lüge. Aber alle Medien berichten permanent von dieser Lüge. Nur als Beispiel. Man will durch solche Lügen die lästigen Bremsklötze auf dem Weg zur neuen Normalität und zum besseren Menschen, die im neuen kollektivierten Raum leben, soll zerstören. Die Bremsklötze sind in deren Augen Demokratie, Nationalstaat, antithetische Opposition, aber auch abendländische Kultur, christliches Fundament, inklusive der Aufklärung. Das sind die Dinge, ich bin schon mit 16 Jahren von meinen Priestern zu Gastvorlesungen in Tübingen, da komme ich her, Tübingen-Reutlingen, als 16-Jähriger zu Gastvorlesungen von Ratzinger geschickt worden. Und nach jeder Vorlesung kam der Ratzinger zu mir und wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde miteinander diskutiert, weil er fand mich interessant. Das war genau das war das, was die Essenz dessen, was Ratzinger immer gepredigt hat. Unsere Kultur, das Abendland, besteht aus dem Glauben und aus der Vernunft. Religio und Ratio. Und das sind die Elemente unserer Normalität, meine Damen und Herren, die es zu zerstören gilt durch diese Politik. Demokratie kann es nur in einem Nationalstaat geben. Wenn es keinen Nationalstaat mehr gibt, ist die Demokratie futsch, meine Damen und Herren. Der Habeck, ihr kennt den Habeck, auch wenn ihr Österreicher seid, ihr Armen, der träumt nicht umsonst von effektiveren und menschenfreundlicheren Entscheidungsprozessen, ganz nach chinesischem Vorbild, hat er gesagt im Interview. Was also steht der neuen Normalität entgegen? Wir müssen all das bekämpfen und zerstören, nämlich Demokratie, Freiheit, Souveränität, Rechtsstaatlichkeit. Und ganz wichtig ist auch noch, wenn ich auf dem Weg der Kollektivierung der Menschen bin, ich muss sie zum Verzicht anleiten. Ein wesentliches Element der neuen Normalität. Verzicht auf Wohlstand, Verzicht auf Sicherheit, Verzicht auf Grundrechte, Verzicht auf individuelle Mobilität, Verzicht auf Fleisch, Verzicht auf Familie und Kinder. Diese Fantasie und diese Grausamkeit dieser Bessermenschen und Weltverbesserer sind grenzenlos, meine Damen und Herren. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch solche Menschen wie den Herrn Schwab, den Herrn Gates, den Herrn Soros und wie sie alle heißen wollen, denen es immer wieder gelingt, die Politiker aller Couleur mit den milliardenschweren Edelphilanthropen, alle bestens ausgestattet mit Stiftungen und Thinktanks, an einen Tisch zu bringen. Gott sei Dank gibt es die. Und die Medienschaffenden sitzen hündisch kriechend mit am Katzentisch des Leviathans und freuen sich, dazugehören zu dürfen und davon zu profitieren. Ein wahrlich, wirklich himmlischer Ort der edlen Herzen aus Politik und Big Tech, Big Money, Big Pharma, Big Data und so weiter. Sie alle, die hier im Raum sind, Gott sei Dank, Sie haben natürlich längst begriffen, dass wir hier auf einem Weg in eine Dystopie sind, meine Damen und Herren. Alles das, worüber wir hier reden, die neue Normalität, ist alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist der feuchte Traum der Frankfurter Schule. Ich könnte allein 3 Stunden über die Frankfurter Schule jetzt mit Ihnen reden. Der Traum der antichristlichen Kulturmarxisten, sofort. Der Traum vom Weltbürger im sozialistischen Kollektiv. Den Systemsklaven ohne Rechte, aber mit sehr vielen Pflichten. Diese angebliche Pandemie war nur der Testballon. Es war der Feldversuch, um 2 Fragen zu beantworten. Unter welchen Umständen sind demokratisch und freiheitlich sozialisierten Gesellschaften bereit, zum vorgegaukelten eigenen Wohl staatlichen Zwang zu akzeptieren, meine Damen und Herren? Und wie weit kann man damit gehen, um es zu erreichen?
Hätte das Groß der Medien nicht mitgespielt, wäre diese Art der Pandemie niemals möglich gewesen. Die Medien müssen in der Jetztzeit ganz dringend ihre ethisch unterlegte Rolle als neutraler Informant und als Anwalt des Bürgers wiederfinden. Oder sie müssen weggeputzt werden. Und wir können die wegputzen. Wir können die wegputzen. Lassen Sie uns im Osten Deutschlands einen Ministerpräsidenten stellen. Dann werden wir den Medienstaatsvertrag kündigen und dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk Geschichte. Wir müssen aber auch die ganzen Werbe- und Fördertöpfe an die Medien über den Bundeshaushalt einfach streichen. Fertig. Was glauben Sie, wie schnell wir eine Wiederbesinnung zur ethisch begründeten Rolle der Medien finden werden? Wenn es nicht so kommt, dann werden die sowieso verlieren, weil keine Sau will diese Dinge mehr lesen, was die schreiben, weil das interessiert keinen Menschen mehr, weil die Menschen zunehmend durchblicken, dass das alles Lug und Trug ist, was hier von sich gegeben wird. Alle, wenn Sie mir bis hierher zustimmen, dann begrüße ich Sie ganz herzlich als frisch gebackene Verschwörungstheoretiker. Wir befinden uns, meine Damen und Herren, in einem ganz veritablen Kulturkampf. Ich hatte anfangs davon gesprochen, was ist denn die Normalität? Normal sind die über die Jahrhunderte gewachsene Sitten und Gebräuche und Traditionen. Alle Menschen und Bürger Europas in christlich-jüdischer, abendländischer Tradition und in der Zivilisation der Aufklärung. Alle Völker, alle Nationen, als Deutsche, als Österreicher, als Schweizer, mit allen historischen Höhen und Tiefen, in denen viele Generationen auch vor uns gelitten haben. Aber nicht nur gelitten, sondern auch etwas gelernt haben. Umgang miteinander und so weiter. Dies alles hat uns zur Demokratie und zu unseren Fundamenten und Grundpfeilern geführt. Zum Nationalstaat, zum Rechtsstaat, zur Gewaltenteilung, zum Mehrheitsprinzip, zur individuellen Freiheit, zum Selbsteigentum des Menschen. Meine Damen und Herren, das und nur das ist normal, die abendländisch aufgeklärte Normalität. Meine Damen und Herren, wir müssen dringend zurück in die Zukunft. Und nicht, wie die Parteien der neuen sozialistischen Einheitsparteien in der EU, in Europa, es so gerne hätten, nämlich vorwärts in die totalitäre sozialistische Vergangenheit. Ich ende meine Vorträge immer mit Friedrich Hölderlin. Ihr kennt den Friedrich Hölderlin? Der lebte am Flusshaus in Tübingen. Da bin ich immer dran vorbeigelaufen, wenn ich an die Uni ging. Der Hölderlin lebte in mehr oder weniger in Verwahrung, weil er war zeitweise dem Wahn anheimgefallen. Das ist nichts Schlimmes. Aber er hatte lichte Momente und er hat wunderschöne Elegien und Hymnen geschrieben. Patmos, Hyperion. Ich kann nur jedem mal empfehlen, den Meister der deutschen Sprache, der romantischen deutschen Sprache, zu lesen, Friedrich Hölderlin. Und er hat geschrieben in Patmos, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Meine Damen und Herren, die Gefahr ist da, aber das Rettende ist auch da. Und das Rettende, meine Damen und Herren, das sind alle Sie, die hier im Saal sind und alle Menschen, die draußen sind, genauso denken wie Sie. Und das Rettende ist auch die FPÖ. Und das Rettende ist auch die Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.